Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Ich habe mein kleines Interface mitgebracht, das möchte ich Ihnen mal zeigen. Ich habe zu Hause Rechner, in der Regel arbeite ich mit Linux. Warum ich Ihnen das sage, kommt hinterher. Und meine Rechner sind alle schon ein bisschen älter. Ich brauche gar nicht so schnelle Dinger. Aber die älteren Rechner, die haben USB 2.0 und das ist relativ langsam. 480 Megabit pro Sekunde ist eben nicht so viel. Die neueren, die haben USB 3.0. Wenn ich jetzt natürlich ein externes Gerät anschließen will, zum Beispiel eine Festplatte, Festplattengehäuse, die USB 3.0 haben und dann 5000 Megabit pro Sekunde können, dann würde das bei USB 2.0 total ausgebremst. Mit diesem kleinen Interface hier, das stopfe ich einfach in meinen Rechner hinein, damit hier oben vom Netzteil her der Stromanschluss angeschlossen, ein freier Stecker da drauf und dann habe ich hier hinten USB 3.0 Anschlüsse. Natürlich abwärtskompatibel, hier kann ich auch 2.0er Geräte anschließen oder zum Aufladen von meinem Mobiltelefon oder sonst was. So, und das ist eigentlich alles. Es wird eine Treibersoftware dazu geliefert, die aber unter Linux zum Beispiel nicht gebraucht wurde, Kernel 2.6.1. Ab da läuft es problemlos. Mit der Treiber-CD läuft es auch unter Windows XP schon vollkommen problemlos, sodass man also wirklich alte Rechnergurken damit Beine machen kann. Ja, und die Geschwindigkeit, ich habe es Ihnen ja gesagt, der Faktor ist mehr als 10, was man damit schneller wird. Und damit macht es dann richtig Spaß, eine Festplatte extern anzuschließen, die schneller ist als die interne, die eingebaute. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache, zumal sowas wirklich kaum Geld kostet. Das ist also eine Lösung, die hier Xytec gebracht hat. Gut, die bringen auch viele dieser Festplattengehäuse und das ist wahrscheinlich so ein Muss zu sagen, kaufst du das, kannst du auch unsere anderen schnellen externen Platten kaufen. Das wollte ich Ihnen einfach nur mal zeigen und wie gesagt, unter Linux läuft es auch.